ist eine vor den Naturgewalten geschützte Art Bucht, die ein Teil der schottischen Inselgruppe der Orkneys ist. Schon die Norweger nutzten den natürlichen Hafen. Die britische Marine richtete hier im Ersten und im Zweiten Weltkrieg den Hauptstützpunkt ihrer Flotte ein. Ende des Ersten Weltkrieges wurden 74 Schiffe der deutschen Hochseeflotte in Scapa Flow interniert. Dort gab Konteradmiral Ludwig von Reuter am 21. Juni 1919 den Befehl zur Selbstversenkung der Flotte. Mit wenigen Ausnahmen versanken alle deutschen Schiffe. Die Bergerechte der Wracks wurden versteigert und große Teile der Flotte geborgen. Verschiedene Vermutungen, warum es zur Versenkung kam. Erstens konnte Admiral Ludwig von Reuter vermutete, dass es keinen Friedensvertrag von Versailles geben würde und die Flotten dann in Feindeshand wäre. Zweitens die Selbstversenkung durch die britische Admiralität gesteuert, um keine Beuteschiffe an andere Nationen abgeben zu müssen. Neben den Wracks der German Fleet kann man auch britische Blockschiffe sowie viele weitere Wracks betauchen. Scapa Flow, ein tolles und historisches Tauchgebiet. Auch wenn die meisten deutschen Schiffe, wie hier zu sehen, behoben, angelandet und abgewrackt wurden.